In gut einer Stunde geht hier in Bad Segeberg die erste Springprüfung los beim Landesturnier. Das ist ein bisschen Dirty Dancing. Ich trage nur keine Wassermelone, sondern eine Hindernisstange. Ich bin nämlich mit Parcourschef Ottmar Schmidt unterwegs. Herr Schmidt, Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Hindernisse dastehen, wo sie hingehören, oder? Ja, genau. Wir entscheiden nach Bestimmung, LPO, die Vorgaben, entscheiden wir, wie das auszusehen hat nachher. Ja. Okay. Das ist ganz schön hoch, oder? Boah, ich würde da schon nie drüber kommen. Nee, das wird nichts. Herr Schmidt, laufen Sie denn dann tatsächlich auch immer noch mal den Parcours ab und gucken, stimmt das jetzt alles, so wie die Reiter das dann machen? Ja, genau. In der Regel machen wir vor den Reitern noch mal so einen letzten Check quasi, wo wir drei oder vier zusammen die letzte Runde laufen, wo bei jedem Sprung noch mal diskutiert wird oder auch neu entschieden wird, soll der Einsprung vielleicht ein Loch höher, ein Loch tiefer. Und dann ist immer so typisch, was man sieht, die Parcourschiffs, mal einmal wackeln, gucken, habe ich die leichte Stange oben, muss ich die noch tauschen? Ach, die sind auch unterschiedlich schwer? Ja, sieht man. Manche sind schwerer, das ist Holz, Natur. Uch, ja. Dass man immer, das ist so damit typisch. Sich die Pferde nicht ganz doll wehtun, falls sie dagegen Nee, damit dängeln. Die Stange schneller runterfällt. Abseits des Platzes laufen währenddessen bereits die Vorbereitungen für das erste Springen. Eröffnen werden das Turnier die Youngstars, die 7 bis 8 Jahre alten Pferde, die gerade erst ihre Karriere als mögliche Springstars der Branche starten. Darunter auch Casalito, Sohn vom Hengst Casal, der sowohl züchterisch als auch sportlich als Aushängeschild der Holsteiner gilt. Und sein Temperament kriege ich auch gleich zu spüren. Er ist schon ein bisschen nervös, oder liegt das jetzt an mir? Ja, nein, das liegt nicht an Ihnen. Grundsätzlich ist das natürlich so, als Hengst ist er natürlich auch ein bisschen an seiner Umgebung interessiert. Und machen Sie mal. Ich halte mal einmal mal kurz, genau. Grundsätzlich sollen die Pferde ja auch ein bisschen so sein. Casalito jetzt als Deckhengst, also man muss ja immer noch sagen, auch die Natur mit dem Trieben und so weiter, dafür ist er schon unheimlich ausgeglichen. Also da gibt es wirklich andere Hengste, die dann wirklich hier so ein bisschen den Macho machen und rumschreien und so. Da sind Im Moment ist er da echt entspannt. Ja, ne? Absolut. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ach so. Denn dann wird es ernst für Casalito und Reiter Christian Hess. Für die jungen Wilden kann die Größe des Parcours schon beeindruckend und irritierend sein. Aber wie ein Profi springt Casalito über die Hindernisse. Null Fehler heißt es am Ende für die beiden. Nicht bei allen läuft es so gut. Aber dafür stehen sie ja auch erst am Anfang einer möglichen großen Karriere. So, eigentlich ist ja Sinn der Sache, über die Hindernisse zu springen, aber ich soll ja auch was zu tun haben, ne?